Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Seht durch mein Fernglas. Wir wissen nach wie vor nicht, ob das sich auch auf normal auf die Schaffelzen bezieht. Ich glaube zwar nicht dran, aber egal. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das ist schön. Komm. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Mal ein bisschen Händlermotivation forschen. Gesegnet. Auch wenn es gar nichts bringt eigentlich, ein das zu machen. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Aber bilden wir das mal ein. Jawohl. 83% noch. Schon. So, baut die Brücke. Ja. So, noch ein bisschen Schwefel. Komm. So. Eureka! Gruppe 1, bereit und... Marsch, marsch. Ja, mein Herr. Jetzt noch 100 Schwefel für die besseren Rüstungen. Wie sollte man überhaupt eine Rüstung aus Schwefel machen? Das erschien mir nicht gesund. Zumindest nicht in erhöhtem Maße. Fertig. Ach, die Brücke ist fertig. Wunderbar. Dario, Pilgrim. Wie ihr wünscht. Kundschafter. Mit Vergnügen. Rüber da. Gerne. Ja, ist gut. Wird gemacht. Komm. Jetzt haben wir es gleich. Da haben wir es. Jawohl. Oh, die Uhr ist noch gar nicht wieder da. Jetzt ist die Uhr wieder da. Ich zeige euch den Weg. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, jetzt ist die Frage. Gehen Sie Architekten? Wenn die ihre Ausdauer wieder haben. Hierhin. Jupp. Wie ihr wünscht. Wenn ja, dann müssen wir keine neue Stube bauen. Wenn nein, ich zeige euch den Weg. Müssen die Architekten damit rechnen, ersetzt zu werden. So, dann ist Drake. Seht her. Ich komme immer noch nicht ganz mit der Maus klar. Sieht durch mein Fernglas. Mit der Geschwindigkeit, mit der jetzt hier alles geht. Weil es so flüssig läuft. Abgemacht. Oh, wir haben Steine. Wunderbar, dann können wir uns jetzt mal ein bisschen Schwefel kaufen. Schwefel ist nach wie vor sehr billig. Also kaufen wir uns gleich irgendwie so 3000 Stück, oder? Die dürften reichen. Ach komm. Nehmen wir so viel, wie wir uns leisten können. Jetzt reicht es genau nicht mehr, aber so reicht das noch. 10 Gold haben wir noch übrig. Ein bisschen Friedenssteuer erheben. Die Architekten kommen da nicht hin. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Jawohl. Fließversteckte Rüstung. Wunderbar. Ich zeige euch den Weg. Ja. Gruppe 0. Wir brauchen eine neue Architektenstube hier. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht vor lauter Aufregung wieder die Hälfte meiner Worte fresse. Seht her. So. Die Musik könnte auch zu viel wieder einsetzen. Der Tag der Abrechnung. Danke. Steuern und Sold werden gezahlt. Eure Siedler werden gesegnet. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kapital auf der Tasche. Ihr seid gefeuert. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das sind ein paar Bergleute. Ich zeige euch den Weg. Und das war's auch schon so weit von hier aus.
Gruppe 9. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Könnt ihr nicht kommt mal, wir sind das dann. Schnauze. Also, wir könnten hier vielleicht ein paar neue Gebäude vertragen. Nicht direkt hier, aber in unserer Stadt. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren und nicht genug. War, wie wäre es mal mit einem weiteren Wohnhaus hier irgendwo? Oder in der Fresskantine? Damit wir nämlich die Steinmesser ausbauen können. Nichts lieber als das. Bin ich froh, dass ihr das so seht. Die brauchen jetzt 10.000 Jahre, um angetanzt zu kommen. Aber kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Damit wir uns eine schnieke Armee leisten können? Diese Fackeln, die nichts bringen. Sabotage hingegen sollten wir vielleicht lernen. Ne, wir bilden einen Dieb aus und lernen die Sabotage. Dann dazu noch Legierung lernen und einmal beten lassen, weil wir es können. Durch die Priester. Zahltag, Ausbau vollbracht. Es gibt nicht genug zu essen. Das war zu erwarten. Ein Stadtzentrum können wir uns leisten. Fertig. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Also, wenn wir es genau nehmen, hat diese Stadt drei Zugänge. Hier, hier. Ah ne, vier. Ansonsten kann man das hier auch zu einem machen, dann sind es immer noch vier. Eureka! Ja, theoretisch hat die Stadt vier direkte Zugänge, die man mit Türmen sichern könnte, wenn man es wollte. Wie? Drei. Ich bin müde. Ich habe keinen Arbeitsplatz. Der Bauer da hat keinen Wohnhausplatz. Ihr verfügt nun krasser Scheiß über eine neue Technologie. Ah, jetzt kommen auch die Büchsen, die Brückenarchitekten an. Zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keine. Eure Aufgabe ist nicht zu schlafen, sondern zu arbeiten. Sofort. So, wollen wir Apokalypse herbeirufen, indem wir eine Bank bauen? Ja, vielleicht wann anders. Nicht jetzt. Erstmal. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Erst einmal den Ausbau der Schmiede vorbereiten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Der Sommer kehrt zurück. Können wir da nicht was anderes hinsetzen? Nee. Wir können die einfach ausbauen. Und dann hier noch irgendwo so einen Bauernhof hinzusetzen. So. Dann können wir die Schmiede ausbauen. Und dann können wir vielleicht noch eine Bank dazu setzen. Ja, es geht soweit klar. Und wir können eine Brücke bauen. Und müssen Holz kaufen. Passt dazu Schwefel fertig. Und unser Geld ist jetzt wertlos geworden. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Naja, egal, wir geben trotzdem alles aus. Genauso viel haben wir gerade. Passend. Passend und Steinhöher. Ausbau fertig. Nun. Wie sieht jetzt die Lager aus? Ausbau abgeschlossen. Vier Plätze, fünf Plätze, Platz für eine Bank ist da. Fertig, Meister.
So. Nichts lieber als das. Und Armee 1 kann mit Dario und Pilgrim darüber gehen. Ja, ist gut. Ja, mein Lord. Und den Kundschafter natürlich. Natürlich. Und der Dieb immer über den Brücken. Steuern irgendwie. Und Sold werden gezahlt. Natürlich. Sieht aber schön hier aus. Das kann ich. Ja, mein Herr. So soll es sein. So, Zeit zu speichern. Speichern ist der beste Freund des Spielers. Drake. In Ordnung. Endlich. Jemand hat mich gefunden, weil ich bin voll interessant und ich werde nicht beachtet. Ich dachte schon, ich muss sie ewig ausharren, nachdem der Regen die Brücken zerstört hat. Krasser Regen. Es gibt aber ein viel größeres Problem. Einige Dorfbewohner haben sich in den Wäldern verlaufen, auf der Suche nach irgendwelchen Schätzen. Sie sind alle verrückt geworden und ich bin voll interessant. Wir müssen die armen Tölpel wiederfinden, denn in den Wäldern treibt ein seltsames Waldvolk sein Unwesen. Das könnte sogar das Dorf angreifen. Deshalb bitte ich euch, nach den Dorfwohnern zu suchen, während ich hier die Verteidigung organisiere. Ihr habt eine neue Herausforderung okay. erhalten. Machen wir. Ja, mein Herr. Von mir aus. Seht durch mein Fernglas. Vermisst. Findet die vermissten Dorfwohner, bevor das Waldvolk sie tötet. Und das Orakel. Mit 250.000 Goldstücke. Handel bestätigt. Tja. Wo haben wir noch Plätze frei? Wir können die Bank ausbauen. Und das können wir auch lernen. Was wir noch nicht haben, ist alles in Mistnöte. Die würden wir dann hier hinsetzen. Kein Problem. Dann kommt da der Bauernhof hin und das Wohnhaus entsprechenderweise. Mal hier so Na, hin. Gut. Ausbau abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum... Seid ihr noch ganz bei Wie? Post? Wie? Die Steuern sind untragbar hoch. Das war intelligent. Na dann... Ausbau. Euer Wunsch ist mir Befehl. Fertig, Meister. Ihr seid übrigens alle zusammen Armee 2. Da ist ein Waldvolk. Ja, es sind nur die Architekten. Das ist kein Problem. Ich zeige euch den Weg. Das ist praktisch deren Job. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Gerne. Jawohl. Boah, das war Darius Falk. Ich dachte ganz gut, das wäre Nebelvolk. Schaut in die Ferne. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich zeige euch den Weg. Ausschalten, bitte. Oh, was wir übrigens auch jetzt können, pass auf. Ihr verfügt nun Hui und Hui. Hui. Ja, wir können in beide Richtungen drehen. Neue Tastatur. Ihr werdet angegriffen. Du bist mal ruhig. Die haben Hubert getötet. Schon wieder. Gefreiter Hubert ist immer das Opfer. Mit Vergnügen. Es ist Zahltag. Helden sind Truppe 3. Betrachtet die Sache als erledigt. Seht her. Mach weg. Macht sie nieder. Attacke. Diese Wohnstätten immer. Und da hinten noch diese Nebenfolk, Leute.
Ich zeige euch den Weg. Für euch doch immer. Alter. So. Na, wie geht's? Kommt her. Wir erledigen das. Schaut in die Ferne. Da ist ein Bergmann. Ich zeige euch den Weg. Seht her. Ey, Team, bitte komm. Ja? Jawohl. Wie ihr wünscht. Ja. Früher konnten, also ganz früh im Spiel, bevor es veröffentlicht wurde, war geplant, dass man hier in der Schatzkammer eine Technologie erforschen konnte, die das Gebäude Münzprägerei, also die Münzstätte, baubar gewesen wäre. Warum die das rausgenommen haben, keine Ahnung. Aber es gibt viele Sachen, die man finden kann, die rausgenommen wurden, wie ihr wollt. Ohne dass es zu verstehen ist. Seht her. Es regnet. Ich zeige euch den Weg. So, Bergmann. Ein Eisenschacht. Ich hab ihn gefunden. Der Schatz ist in den Klosterruinen auf dem Berggipfel versteckt. Aber die Straße ist blockiert. Ich kann die riesigen Steine nicht umgehen. Aber mit einem telepathischen Blick habe ich das gefunden. Mhm. Darum buddel ich einen Tunnel unter den Steinen durch. Wisst ihr, wie viel Dreck in so einem Loch ist? Wisst ihr, wie viel Dreck in dem Loch ist, in dem ich gerade buddel? Gar keiner. Das Loch ist immer leer. Oh, meine Witze gehen mir selbst auf die Nerven. Ja, so fühle ich mich auch. Ihr habt sie gefunden. Was für ein Glück und ich bin voll interessant. Jetzt sollten wir nach den anderen suchen, die auf der Insel östlich von hier sind. Und ich bin voll interessant. Sie versuchten einen friedlicheren Platz zu finden, nachdem wir von dem bösen Waldvolk bedroht wurden, das ihr jetzt ausradiert habt. Viel Spaß zum Genozid. Ach ja, und ihr seid übrigens nicht so interessant wie ich. Wartet, ich werde euch besser begleiten. Ohne mich seid ihr halt nicht interessant. Es gibt einen neuen Auftrag für euch. Yeah. So, warte, da oben soll ein Schatz gewesen sein. Und er gräbt. Er gräbt hier so ein Loch. Pass auf, was wir machen. Wir werden gleich so einen Eisenschacht reinsetzen. Nein, werden wir nicht. Hier ist kein Platz für Wohnhäuser und Bauernhöfe. Glaube ich. Seht hier. Aber den Wald kann man abholzen. Der Tag der Abrechnung. Da oben also. Und Sold werden gezahlt. Und da ist so ein kleiner See. Seht hier. Mhm. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Tja. Mit Vergnügen. Aber sicher doch. Wie ihr wünscht. Von diesen Steinen hier, oder was? Wo rennt ihr hin? Der Sommer kehrt zurück. Ach, da, durch den Wald kommt man da nicht hin, natürlich. Jawohl. Wusste ich. Ahem. Auftrag. Schatzsuche, Davids Notizbuch. Ein guter Witz, den ich nicht vergessen darf, wie viel Dreck ist in einem Loch? Gar keiner, das Loch ist leer. Oh Gott. Ein sehr guter Witz, den Dario auf gar keinen Fall vergessen darf. Tötet ihn. Mit Feuer.